Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In meinem Alltag spielen Notizzettel eine wichtige Rolle. Gerade jetzt in diesen Wochen, wo jeden Tag neue Informationen und Regelungen ins Büro flattern, wo so viel zu beachten und zu bedenken ist, wo Menschen mit Fragen kommen, wo sie Kontakt suchen, da ist es wichtig, dass ich mir alles aufschreibe, damit ich niemanden und nichts vergesse. Die Notizzettel geben mir Sicherheit. Was ich schwarz auf weiß habe, kann ich nachlesen. Darum habe ich auch immer einen großen Terminkalender. Eine ganze Seite Platz für jeden Tag. Da ist viel Raum für Notizen. Am Anfang des Jahres schreibe ich mir immer gleich alle Geburtstage hinein. Bei Terminen kann ich notieren, was ich fragen möchte oder sagen möchte und hinterher auch, was vereinbart wurde, was jetzt meine Hausaufgaben sind, was ich erledigen muss. Auch zum Einkaufen schreibe ich mir gerne einen Einkaufszettel. Denn sonst stehe ich im Laden und weiß nicht mehr, was ich eigentlich möchte und wahrscheinlich muss ich dann später nochmal los. Bei unserem Telefon steht dieser Notizblock. Wenn jemand anruft und meinen Mann sprechen möchte, der aber nicht da ist, dann kann ich ihm auf diesen Zetteln Nachrichten hinterlassen und die lege ich ihm meistens dann auf seinen Platz am Esstisch. Das entlastet mich und er macht's genauso. Meiner Sekretärin schreibe ich Notizzettel, dass sie weiß, was zu tun ist, wenn ich unterwegs bin. Und sie legt mir auch Zettel auf meinen Schreibtisch, damit ich weiß, wer angerufen hat, wer von mir einen Rückruf möchte oder auch, was ich dringend erledigen oder unterschreiben soll. Zu meiner Schulzeit wurden gerne Spickzettel geschrieben. Manche meiner Mitschüler, die waren richtig gut darin, die zu benutzen. Ich habe mich das ehrlich gesagt nie so richtig getraut. Aber in Englisch gab es immer wieder auch Vokabeln, die konnte ich mir absolut nicht merken. Oder in Geschichte, Zahlen, Daten, die habe ich mir dann in die Handfläche geschrieben. Ab und zu mache ich das heute noch, wenn mal kein Zettel zur Hand ist oder ich eine Sache auf keinen Fall vergessen darf. Einen Termin, einen Namen, eine Telefonnummer. Denn was nützt der größte Kalender, wenn man nicht rechtzeitig hineinschaut? Was nützt der schönste Notizzettel, wenn man ihn nicht mehr findet? Und ab und zu kommt das schon vor. Aber was ich in die Hand geschrieben habe, das kann ich nicht übersehen. Das habe ich immer bei mir und vor Augen. Bei jeder Handbewegung fällt es mir auf. Wussten Sie, dass das gut biblisch ist? Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, spricht Gott. Du bist immer da vor mir. Das verkündet der Prophet Jesaja den Israeliten, die in der Gefangenschaft in Babylon sitzen. Elend fühlen sie sich und von Gott verlassen. Alle Hoffnung haben sie aufgegeben, dass sich ihre Situation noch einmal verändern könnte. Ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. So klagen sie. Und dann antwortet Gott: Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Du bist immer da vor mir. Ich verliere dich nicht aus dem Blick. Du bist mir wichtig. Ich sehe, wie es dir geht. Du kannst dir sicher sein, ich vergesse dich nicht. Ich bin immer bei dir.
Was für ein tröstliches Versprechen Gottes an Israel damals und an uns heute. Das möchte ich auf keinen Fall vergessen. Lassen auch Sie sich das gesagt sein. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, spricht Gott. Du bist immer da vor mir. In diesem Sinne ein herzliches Gottbefohlen.